Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video stellen wir euch den neuen Neu-für-dich-Tab auf YouTube vor, mit dem ihr neue Channel und Videos auf der Plattform entdecken könnt, die über die empfohlenen Videos hinausgehen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. YouTube hat ein neues Feature eingeführt, das Usern helfen soll, weitere personalisierte Inhalte zu finden. Nachdem die Videoplattform im Laufe des Jahres schon mit den Tests dazu gestartet hatte, wird das neue Feature nun für alle User ausgerollt. Der Tab Neu für dich ist über die YouTube-Startseite, in der App auf dem Smartphone oder auf dem Smart TV zugänglich. Mithilfe des Tabs sollen kleinere Channel auch eine Möglichkeit bekommen, einfacher gefunden zu werden. YouTube möchte so seinen Empfehlungsalgorithmus erweitern, da dieser immer wieder in der Kritik stand. User bemängelten schon länger, dass YouTube Content von größeren Channel auf der Plattform bevorzugt. Kleinere und neue Creator haben es viel schwerer, Sichtbarkeit zu bekommen. Durch das neue Feature soll nun auch ihr Engagement gesteigert werden. Damit ihr auf das neue Empfehlungsfeature zugreifen könnt, müsst ihr mit eurem Google-Konto bei YouTube eingeloggt sein. Seid ihr das nicht, dann kann das Feature nicht genutzt werden. Wenn ihr den Tab bisher noch nicht entdeckt habt, dann klickt euch oben in der Leiste der verschiedenen Tags nach rechts durch. Ganz am Ende findet ihr dann den Neu für dich Tab. Diese Funktion klingt besonders für kleinere Creator vielversprechend, da sie ihnen Sichtbarkeit verschaffen könnte, die sie durch das normale Empfehlungssystem von YouTube nicht bekommen würden. Beim Neu für dich Tab liegt der Fokus nämlich nicht wie sonst auf Abonnenten und Views, sondern darauf, neue Creator und Videos zu finden und mit einer neuen Zielgruppe in Kontakt zu treten. Das neue Feature ist nur eins von vielen, die YouTube in den letzten Monaten eingeführt hat. Doch damit nicht genug, denn die Plattform plant zukünftig noch weitere Features zu veröffentlichen. Was haltet ihr denn von dem neuen Neu für dich Tab? Schreibt uns eure Meinung doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.